Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf Hofpartische. Die letzte Folge hatten wir ja hier angefangen, alles fertig zu machen. Jetzt müssen wir auch mal sehen, dass wir hier an Stüssel kommen. Wir müssen auch gleich unser Heu noch wegrennen, räumen. Und erstmal. Müssen wir jetzt flügen und die Tastentöne mal sehen. Mach doch mal ordentlich. Ja, Mikro, ne? Müsst ihr mir leider noch Feedback geben. Sag ich ja immer wieder. Ich hab ja ein neues Lenkrad. Deswegen muss ich jetzt erst gucken, wie die ganzen Einstellungen sind. Da bin ich halt mal auf ein Feedback angewiesen. So ist der Plan dahinter. Ne? Ich muss mich da auch erst dran gewöhnen, ey. Das Lenkrad, alles anders. Relativ vernünftig. Ne? Aber wir wollen ja noch abverlangen. Ist das Thrustmaster geworden, ne? 248 hatte ich ja gesagt, ne? Nur mit neuen Shifter, ein Schickimicki, nichts mehr doppelte Tastenbelegung. Ja. Aber die Pedale, ey, da muss ich auch dran gewöhnen. Da musst du noch richtig reinkürzen. Aber egal, kriegen wir auch noch hin. Oder wegen ja, Ton vom Mikrofon, ne? Ob ihr mich vernünftig versteht oder ne, müsst ihr mir ein Feedback geben, weil ich hier alles umbauen müsste vom Mikro. Ja, praktisch. Gibt's ja auch in die Fernseh. Da brauche ich euer Feedback, ne? Ich schätze, morgen wird nicht alles kommen, weil komme ich glaube ich heute nicht zu. Es hat halt ein bisschen gedauert, bis du das erstmal alles fertig abgebaut hattest. Installiert hast und dich reingefummelt hab, weil da gibt es nicht so eine Software für wie beim Logitech. Das machst du über Systemsteuerung, stellst du das komplett ein. Musste ich mir jetzt mal reinfummeln und mit Shifter und hier anschließen und da gucken, ne? Und dann Tasten belegen und umbelegen. Ne? Kriegen wir hin. Hauptsache heute kommt erstmal alles, den Rest will ich versuchen dann morgen noch zu machen, weil ich habe doch hier noch eine Mission. Ne? Jetzt ist das neue Lenkrad da, da muss ich ja gucken, ob alles 17 geht, ne? Dann komme ich auch gar nicht drum rum, ne? Da habe ich ja drauf hingearbeitet. Sonst Top-Lenkrad, kannst Tasten hier drauf belegen, passiert nichts. Nichts mit 10.000-facher Tastenbelegung und so. Richtig schicke Funny, oder? Wir können jetzt mal hier aufmachen, ne? Ich hab das Mikro immer im Auge, das gefällt mir. Nicht. Und ich sehe mein OBS nicht mehr. Vier ist nicht schlecht, ne? Ich hab noch einen schicken Ocker dazu gekriegt. Den müssen wir heute wegnehmen. Gucken wir mal danach in Ruhe. Erreicht, ne? So, Abfahrt hier. Da können wir dann im nächsten Jahr richtig schön was drauf machen.
wir müssen das begrünen, ne? Aber da haben wir noch Zeit. Und das muss mit diesem Inventar passieren. Dann sind wir über den Sonne. So viel machen wir, glaube ich, diesen Inventar nicht mehr. Und wir können jetzt Steine sammeln, weil der kommt dann hinten. Jetzt haben wir den 4 Korbohr, ne? Ja, da ist Wiese. Effekto, Leute. Effekto. Muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Läuft der Laden. Gefällt mir der Fiat, ne? Als ein V3. Finde ich schon von der Püschelzeit im Jahr. Ne? Ja, ganz ehrlich, ja. Finde ich schon von der Püschelzeit im Jahr. Als ein Fitze, der hier stumm geblieben, ne? Die Mucke eben noch weg. Ach, und vielen Dank bei der Gräber für die Resonanz, die Kommentare, die da gekommen sind. Ja. Vielen Dank, Leute. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Da habt ihr echt krass kommentiert, ne? Vielen Dank. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Hätte ich nicht erwartet. Vielen Dank. Ich hab's Reden vergessen, ne? War schon wieder so ein genialer Arbeitstag heute. Manchmal glaube ich, ich arbeite auf dem ersten Arbeitsmarkt, ne? Obwohl ich zweiter Arbeitsmarkt bin. Schön. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich habe kein Problem damit, wie auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, aber da muss auch hier stehen, ne? Da zwischen den Fingern. Ansonsten finde ich das ja nicht so schön. Oh, guck mal, wie der abräuchert hier. Oh, das ist das erste Mal, dass ich hier jetzt noch einen Patch spiele, ne? Gestern war ja Patchtag, ne? Es ist Mittwoch, wo ich aufnehme, ne? Du bist Bescheid, ne? Ostern und Weihnachten heute, ne? Oh, ähnlich, ähnlich, ähnlich. Ich muss die Kölle nachher noch anschreiben. Das muss ich noch machen. Das darf ich nicht vergessen. So, Abflug. Gib Schubrakete! Oh, morgen ist Feiertag, ne? Morgen ist Vatertag. Bin gespannt, was der Svenny kriegt. Nix. Könnte Portische mir was zum Geburtstag, zum Vatertag schenken, ne? Könnte er eigentlich machen, oder? Boah, ich hoffe, das passt jetzt so vor der Tür. Bin mir dann nicht so sicher. Das Pedal, du kannst ja bis sonst wo durchdrücken.
Triebfeder herstellen. Oder die Force Feedback oder wie das da ist. Ja, halt wie das da auch ein bisschen krasseller ist. Hier automatisch der Blinker, wenn ich einschlage, nee, muss ich jetzt selber machen. Das ist das schön, ne? Richtig hier. Ja, jetzt wird das schon wieder genug. Schubbrille. Fettkurve. Kannst du nur rum? Danke. Acker-Check. Müssen wir nur noch kalken dann, ne? Dann müssen wir auch noch die ganze Silage zum Beispiel machen. Das dürfen wir nicht vergessen, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Heu ist ja im Hof. Tiere sind ja erstmal versorgt. Wir haben noch keinen Stress mehr, ne? So, läuft's erstmal. Hallo. Nichts geben soll. So, sonst wird die Füße hier beim Gaspedal treten. Komm mal rückwärts, bitte. Bisschen fixer. Ich weiß nicht, was das immer ist, was sich da an- und ausschaltet. Wenn man es eh nicht. Und klar. So, wie ihn hier rumgeschossen, ne? Wie geht das? Abgesammelt, dann wird alles fertig. Müssten wir wahrscheinlich nur noch kalten und haben wir eine schöne große Fläche dazu gekriegt. Ne? Von früher. Dann können wir doch uns überlegen, was wir da so früher drauf machen. Ne? Richtig gut. Aber liebe Leute, es ist noch nicht so weit. Kriegen wir noch fertig? Vom Umweltbonus her müssten wir es ja, glaube ich, sehen, ne? Ist das nicht so? Ja, ne? Ich glaube, Mulchen und Ölwertig bringt jetzt was, ne? Hat der Roland gesagt. Ne? Mulchen wird wieder berücksichtigt und so. Das ist schon cool. Und Walzen auch. Genau so hat der Roland geschrieben. Richtig, okay. Das ist schon mal korrekt. Das ist
fertig. So, liebe Leute, ich sag aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Ja, ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne?